Es ist großartig für mich, mit Deutschland 83 nach Gütersloh zu kommen, denn Gütersloh ist meine Heimat und ich habe viele Stunden im Bambi verbracht und ich habe die Liebe zum Film im Bambi entdeckt. Und es war damals nicht unbedingt das schönste Kino, es war ja damals noch in der Nähe des Bahnhofs, aber es war das Kino mit den schönsten Filmen. Deutschland 83 ist ein Spionagethriller. Das ist die Geschichte eines NVA-Soldaten, der zwangsrekrutiert wird zur Spionage im Westen, zugunsten des Osten. Und die Geschichte ist deshalb so spannend, weil sie viel näher an der Realität ist, als wir zu Beginn der Produktion selbst noch geahnt haben. Mittlerweile wissen wir durch Akten, die gerade erst veröffentlicht wurden, dass wir in dieser Zeit viel näher am atomaren GAU waren, als wir es damals vermutet haben. Deutschland 83 ist eine spannende Geschichte und sie ist historisch einfach auch so interessant. Und darüber hinaus wird einem Deutschland 83 und vor allem den Babyboomern als eine Zeit begegnen, die für uns prägend war, die 80er Jahre. Und das ist das Schöne an dieser Serie, dass wir auf der einen Seite hochdramatisch sind und auf der anderen Seite hat sie aber auch leichte Noten und hat auch Komisches, wobei Komik ja auch oft mit Tragik zu tun hat. Tolle Serie auf jeden Fall und beweist mal wieder, dass der Kalte Krieg und die 80er Jahre eigentlich auch mal den besten Stoff liefern für spannende Agenten-Thriller, würde ich sagen. Also der Film war sehr kurzweilig. Das Thema finde ich ist ein bisschen, ja, ist schon schwierig, ne? Also für die jüngere Generation, denke ich mal. Aber auf jeden Fall spannend mitzukriegen. So viel haben wir da ja mal damals nicht mehr mitbekommen, aber jetzt halt durch den Film, also durch die Serie, bin ich schon gespannt, was da noch erwartet. Hat mir sehr gut gefallen, da werde ich auch noch weiter gucken. Unerwartetes, tolles deutsches Format, mit ganz viel Spannung, mit witzigen Szenen und toller Musik.